hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Wie die Menschheit mit den Vollmond-Finsternis-Energien umgeht. Der neuntdimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton. Am 9. Mai 2022. Übersetzt von Wolfgang. Seid gegrüßt, wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen in Kontakt zu treten. Wir bemerken die Auswirkungen der Vollmond- und Mondfinsternis-Energien auf die Menschheit in dieser Zeit und wir möchten, dass ihr alle wisst, dass egal wie ihr denkt, dass es euch geht, egal wie ihr denkt, dass ihr mit den Energien umgeht, wir sehen das größere Bild aus der Gesamtperspektive und wir sehen, dass ihr alle genau das bekommt, was ihr braucht, um den nächsten Schritt in eurer Evolution zu machen. Eure spirituelle Entwicklung wird nicht wie ein hübsches kleines Diagramm mit einer Linie aussehen, die stetig nach oben geht, denn ihr werdet auf dem Weg Einbrüche erleben, Einbrüche in eurer Schwingung. Und wenn ihr diese Einbrüche erlebt, ist es leicht nachvollziehbar, dass jemand in menschlicher Gestalt das als Rückfall oder Rückschritt interpretiert. Denn wenn die Emotionen hoch sind und Gefühle der Anspannung und Angst an die Oberfläche kommen, denkt ihr, dass ihr etwas falsch machen müsst. Aber in Wirklichkeit bringt euch alles, was ihr fühlt, dem Aufstieg näher. Ihr befindet euch wirklich auf einer Aufwärtsspirale, egal wie ihr euch gerade fühlt. Und zu dieser Aufwärtsspirale gehören auch Gefühle, die unangenehm und unerwünscht sind. Dazu gehört auch, dass ihr euch einigen Aspekten von euch selbst stellt, denen ihr euch nicht stellen wolltet. Und es gehört auch dazu, dass ihr einige 3D-Anhaftungen loslasst. Eine dieser Anhaftungen könnte sein, dass ihr immer die Kontrolle haben wollt. Sobald ihr erkennt, dass ihr eine Schwingung anbietet, die ihr absichtlich anbieten könnt, machen sich viele von euch selbst Vorwürfe, wenn ihr keine hohe Schwingung anbietet. Aber das ist der Perfektionist in euch, der geliebt und liebevoll losgelassen werden will. Ihr müsst nicht perfekt sein, um auf einem spirituellen Weg zu sein. Ihr müsst nur alles, was in euch ist, anerkennen und es so annehmen, wie es ist. Wenn also eine Sonnenfinsternis und/oder ein Vollmond kommt und ihr spürt, dass ihr in irgendeiner Weise getriggert werdet oder ohne ersichtlichen Grund zusammenbrecht, dann feiert diese Momente des Fortschritts. Feiert, dass ihr etwas anderes angezapft habt, das gefühlt werden musste, um losgelassen oder integriert zu werden, denn so ist es wirklich. Und weil wir sehen, dass so viele Menschen sich jetzt dem stellen, was sie sehen müssen und ihre Gefühle fühlen, wissen wir, dass dieses geplante Ereignis Wunder für die Gesamtschwingung des kollektiven Bewusstseins der Menschen bewirkt hat. Und das ist etwas, das wir immer spüren können, wenn es sich zum Besseren verändert, auch wenn emotional nicht jeder Mensch dort ist, wo er im Moment sein möchte. Nutzt diese Zeit, um aufzuräumen, um loszulassen, was ihr loslassen müsst, und nutzt diese Zeit, um euch darüber klar zu werden, wie ihr euch fühlen wollt, auch wenn ihr gleichzeitig die Kontrolle darüber abgeben müsst, wie ihr euch immer fühlen wollt. Wenn ihr diesen scheinbaren Widerspruch akzeptieren könnt, könnt ihr euch von einer eher drittdimensionalen Art des Bewusstseins weiterentwickeln und euch dem fünftdimensionalen Bewusstsein nähern, für das ihr alle bestimmt seid. Wir sind der arcturianische Rat und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden.
Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.